Das Standesamt Mödling ist am 22.02.2022 völlig ausgebucht. 40 Vermählungen sind angemeldet und werden im Marathonverfahren absolviert. Der 22.02.2022 ist ein besonderes Datum zum Heiraten. Als die Termine für diesen Tag ausgeschrieben wurden, da waren sie auch schon wieder weg. Ja, also im Moment haben wir schon 40 Trauungen für diesen Tag geplant. Ja, und es werden stetig mehr sozusagen. Wir sind wirklich top im Einsatz. Es wurden zwei Dienste aufgemacht, wo zwei Kollegen eben den ganzen Tag dort sind und ein paar Kolleginnen und ich sind eben auch unterwegs als mobile Standesbeamten. Ja, und dürfen dann quasi im Namen der Liebe unterwegs sein. Das heißt von in der Früh bis spät. Ganz genau, also in zwei Örtlichkeiten, da finden die Trauungen in 40-Minuten-Takt statt. Ja, und ansonsten dürfen wir quasi mobil unterwegs sein und die Trauungen je nachdem in Lokalen, in Schlösschen, wie auch immer durchführen. Hat es jemals schon einen Tag gegeben mit mehr als 40 Trauungen? Das ist schwer zu sagen, wobei der 7.7.2007 damals auch sehr stark war. Wie schaut das dann aus, also wenn man pro Trauung nur 40 Minuten hat, wie läuft das ab? Also man darf sich das so vorstellen, dass die Brautpaare circa 5 bis 10 Minuten vor dem Trauungsbeginn kommen, dann werden sie begrüßt, die Anmeldung findet statt, dann beginnt man mit der Trauung. Und ja, nach circa 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem wie lange die Trauung dauert, dürfen dann die Brautpaare quasi im Freien die Gratulationen entgegennehmen oder eben in dem Vorraum. Und es ist eine schöne Zeremonie sozusagen. Auch während der Pandemie wurde fleißig geheiratet, jedoch mit Schutzmaßnahmen, versteht sich. Wir durften unsere Trauungen durchführen und das war auch für die Brautpaare sehr schön. Auch in Zeiten wie diesen, auch mit Maske und oft wirklich nur zu zweit. Also oft nur das Brautpaar und der Standesbeamte, aber es wurde trotzdem gut angenommen und viel geheiratet. Wahrscheinlich etwas weniger als sonst. Haben Sie da Zahlen im Kopf, wie viel weniger Hochzeiten passiert sind im Jahr 2020 zum Beispiel? Also bei uns im Standesamt Mödling haben nicht weniger Trauungen stattfinden können, sondern wir waren eigentlich im guten Schnitt. Wir haben pro Jahr so zwischen 1.000 und 1.200 Trauungen und das konnten wir auch 2020 und 2021 gut halten. Und wer sich jetzt traut, sich trauen zu lassen, der kann sich auf der offiziellen Website standesamt-mödling.at informieren. Und vielleicht kann ja auch bald wieder in einem größeren Rahmen geheiratet werden. Dadurch, dass es voriges Jahr auch so war, dass es Anfang Mai nur zu zweit möglich war zu heiraten und dann im Juli schon wieder mit größerer Gesellschaft, ist das ein bisschen schwer zu sagen, aber ich denke mal, dass wir jetzt schon auf einem guten Weg sind.